Kauf Europa. Moment, Sony Music. Das ist klassische Musik. Ludwig van Beethoven, 9. Sinfonie. Die Ode an die Freude. Also bitte hier nicht mit Urheberrecht und so. Oder? Wie tickt das neue Urheberrechtsgesetz? Keine Ahnung. Wie wird's in 2 Jahren sein? Aber jetzt geht's erstmal um die Europawahl 2019. Herzlich willkommen. Welches nehme ich denn? Sind ja beide gleich lang. Nein. So sieht der Stimmzettel mit 40 Parteien aus, den ich mal strukturieren wollte. Doch zunächst erstmal ein Vorwort im Allgemeinen zu dem, was unsere innerdeutsche Politik bisher nicht vermag. Das sind unter anderem eine dem Menschen würdige Grundrente und bezahlbares Wohnen in ca. 20 Großstädten, insbesondere Berlin, für kleine und untere mittlere Einkommen. Die unglaubliche Zögerlichkeit bei einer Gesetzgebung zu menschenwürdigen Löhnen. Paketfahrer stehen gerade im Fokus, aber die Liste wäre beliebig lang. Auch der Zusammenhang zwischen Kinderarmut und der eigentlichen Elternarmut dahinter wurde bisher irgendwie vermieden. Oder sehe nur ich das so? Und so ziehen sich viele Streitthemen inklusive der jetzigen Enteignungsdiskussion durch die Unendlichkeit inländischer Parteienlandschaft. Da bleibt doch die Frage, wie durchsetzungsfähig wird sich unsere deutsche Politik im Europäischen Parlament erweisen, wenn sie es im eigenen Lande nicht vermag? Hinzu kommt eine anscheinend derart ausgeprägte Unzufriedenheit, Missmutigkeit und Skepsis vieler Bürger gegenüber unserer Politik, dass die einst großen Volksparteien, CDU, SPD, immer mehr Stimmen an Nichtwähler, jüngsten Parteigründungen, zum Beispiel AfD, der Dritte Weg, die KMPD und so weiter abgeben müssen, und sich diese Unzufriedenheit in Volkspetitionen äußert, die wie Pilze aus dem Boden zu schießen scheinen. Das wollte ich nochmal angemerkt haben, bevor es losgeht.